die launigen Vorträge zur Nachtveranstaltung nahen. Aber vorher kommt natürlich noch ein großes Highlight. Denn wahrscheinlich keine Branche ist so von der Digitalisierung betroffen wie die Medienbranche. Da ändert sich buchstäblich alles. Und das Schöne daran ist, dass das natürlich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auch an den Vortrag von Jan Honsel anknüpfen, eben haben wir gesehen, was Pinterest macht, wie Pinterest eigentlich als neues Produkt die ganzen Bilderwelten dieser Content-Provider nutzt, dann ist es jetzt eigentlich von Interesse, was machen die Verlage. Und da haben wir zwei Vertreter der Verlage eingeladen, zum einen von unserem Förderunternehmen, NFP-Unternehmen Gruner und Jahr, Frank Vogel. Ich darf Sie bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Frank Vogel ist... Hallo. Frank Vogel ist Sprecher der Geschäftsführung von Gruner und Jahr EMS. Hallo. Ich grüße Sie. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung. Tatsächlich, was Sie heute machen, ist relativ anspruchsvoll. Anspruchsvoll dessen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass man nicht länger als 18 Minuten zuhören kann. Wenn wir das ein bisschen auf uns wirken lassen, dann hören Sie schon sehr lange zu und das bedeutet, dass wahrscheinlich vieles dessen, was heute gesagt worden ist, nicht hängen geblieben ist. Warum ich das sage, das ist etwa die Situation als Sender, die wir als nicht Verlag, sondern Medienhaus heute haben, denn wir senden Informationen und wir möchten, dass die ankommen. Und tatsächlich kommen viel weniger Informationen an als früher. Und das ist einer der Hauptherausforderungen für ein Medienhaus wie Gruner und Jahr. Deshalb geht's, man hätte das auch Marketing 5.0 oder 6.0 nennen können, tatsächlich geht's darum, weil ich bin bei Gruner und Jahr für die Vermarktung zuständig und warum wir weniger klassische Anzeigen verkaufen und mehr Lösungen. Darum geht's. Als kleine, sagen wir mal, Einleitung dessen nehme ich aber einmal Bezug auf Gruner und Jahr. Was passiert eigentlich bei Gruner und Jahr? Was machen wir da? Es wird ganz viel über Transformation gesprochen und dass wir mitten in der Transformation sind und dass wir deswegen auch ein so schönes Beispiel sind. Tatsächlich kann ich sagen, Transformation ist der falsche Begriff, denn Transformation sieht ja so aus, als ob wir von einem Zustand in den nächsten gehen. Als ob wir eben gerade noch eine Raupe und dann irgendwann wieder ein schöner Schmetterling sind. Tatsächlich ist aber Digitalisierung was anderes. Also wir werden nämlich, wenn wir ein Schmetterling sind, schon wieder was anderes werden müssen. Das heißt, Sie haben, wenn Sie überhaupt den Transformationsbegriff behalten wollen, ich mag den nicht so, aber wenn Sie ihn behalten wollen, dann ist es Dauertransformation. Das heißt, es geht immer weiter und das ist durchaus eine große Herausforderung heute für uns und wahrscheinlich morgen für viele andere Branchen. Gruner und Jahr als Strategie setzt auf Inhalte. Das ist das, was wir am allerbesten können. Das ist unsere DNA und auf der setzen wir auf. Also wir sagen Inhalte und das durchaus neu dekliniert. Also wir haben jahrelang fantastisch Zeitschriften gemacht, das machen wir immer noch gut, aber das reicht nicht. Das heißt, Inhalte müssen heute völlig neu paketiert und gedacht werden. Tatsächlich ist auch häufig die Frage, okay, ihr müsst doch jetzt einfach alle Inhalte nur digital denken, ihr müsst doch alles eigentlich nur einmal auf online strecken. Wenn wir das machen, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es nicht funktionieren wird, weil es geht nicht darum, dass man sagt, einfach alles online denken, sondern was wir mehr denn je tun müssen, ist tatsächlich aus dem, wo unsere Inhalte herkommen, aus den Bedürfnissen, aus den Insights der Konsumenten selber zu denken. Also um Ihnen das einmal plastisch zu machen, wir machen sehr viel Insight-Forschung, das bedeutet, dass wir allesamt vom Digital Business Director bis zum Chefredakteur bei der Zielgruppe selbst sitzen. Man nennt das Ganze ethnografische Interviews. Wir sind da durchaus auch mal einen ganzen Tag. Und da erkennen Sie, was eine Zielgruppe zum Beispiel im Bereich Beauty and Fashion oder im Bereich Food, was da wirklich interessant ist. Und wenn Sie dann spüren, okay, da ist eine Zielgruppe, da geht es um Abnehmen und
Das ist eher die Brigitte-Zielgruppe. Und also wenn wir dann eben mit dieser Brigitte-Zielgruppe sprechen und merken, die brauchen ganz viel Unterstützung, dass sie da dabei bleiben, dann wird da ein digitales Produkt draus. Dann wird da die Brigitte-Diät-App draus, die nämlich mehrmals am Tag erinnert, hast du dich genug bewegt? Nein, keine Schokolade essen. Nochmal bewegen. Also das ist ganz klar ein Mechanismus, der digital funktioniert. Und deshalb muss das ein digitales Produkt sein. Wenn Sie den Insight haben, ganz andere Zielgruppe, nee, ist auch eine Frauenzielgruppe, wenn Sie merken, da kommt plötzlich so eine Art, erstmal haben wir uns wirklich gewundert, so eine Faszination, wieder was mit den Händen zu machen, anzufangen, Dinge zu knicken und zu falten, also eine Begeisterung für Origami-Schwäne zu entwickeln, dann fragen Sie sich erstmal, was ist das? Das ist so eine Begeisterung für Papier in einer digitalen Welt und daraus entstand das Magazin Flow, also ein Magazin für Paper Lovers, aus dem Stand in den schwarzen Zahlen. Das hätten wir vor 20 Jahren so nicht hingekriegt. Was ich Ihnen damit nur sagen will, es gibt durchaus weiterhin durch und durch gedruckte, haptische Produkte, die wir auch weiterhin machen werden, die nur in der digitalen Welt auch irgendwie möglich sind, aber eben Print. Das heißt, wir werden den Teufel tun, alles nur online oder digital zu denken, sondern wir werden sehr stark auf den Insight und auf die unterschiedlichsten Interessen gehen. Das, was noch wichtiger dabei ist, ist, dass Sie nicht nur auf die Insights gucken, sondern dass Sie sich immer vergegenwärtigen, in welcher Nutzungsverfassung sich ein Konsument gerade befindet. Also ist er offen oder eben nicht offen für das, was Sie gerade senden wollen. Und wir unterscheiden in zwei große Hauptverfassungen, in denen wir alle, Sie und ich, Informationen nutzen. Das ist einmal, und das ist die Hauptverfassung. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie bis jetzt noch kein Smartphone haben, obwohl doch, das könnte, da habe ich gerade jemanden gesehen. aber die meisten von Ihnen gucken mich an, das freut mich sehr. Und wir sind aber tatsächlich den ganzen Tag in der Hauptverfassung des Infosnackings. Das geht schnell, teilweise 20 Sekunden. All das tracken wir durchaus in einem eigenen Panel mit und sehen, dass die Nutzungsvorgänge auf Stern Digital oder auch auf Gala teilweise 20 bis 30 Sekunden sind. Die kommen immer wieder, über den Tag werden durchaus 5 Minuten raus, aber es sind ganz kurze Informationsblöcke, die wir über das Smartphone nehmen. Das ist das Infosnacking. Tag für Tag machen wir alle. Die Gegenverfassung oder das, was wir weitaus weniger machen, was aber durchaus für Inhalte und für Medienprodukte mindestens genauso wichtig ist, ist das Deep Diving. Also dieses Ab und zu, da ist jetzt mal die Couch und die Zeitschrift, das funktioniert durchaus auch mit TV, also dass ich mich vertiefe, das mache ich nur ab und zu, das mache ich dann möglicherweise an einem Abend, an einem Donnerstagabend ist beispielsweise Galaabend oder ich mache das am Wochenende und dann lese ich die Geo. Es geht auch mit TV, wir alle sehen den Trend zu amerikanischen TV-Serien, wo wir, wenn es regnet, man an einem Sonntag schon mal eine ganze Serie durchschaut. Auch das ist Deep Diving. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil eigentlich möchte ich mit Ihnen über Kommunikation sprechen. Und wir sprechen weniger über Kanäle heute. Oder ich glaube, dass es der falsche Weg ist, zu sagen, investiere ich in TV, in Print, in digital oder investiere ich mein Geld in Plakat. Es geht mehr darum zu sagen, in welcher Verfassung ist ein Endkonsument heute denn offen, um über Kommunikation, also sich ansprechen zu lassen, Werbung an sich ranzulassen. Warum das so ist? Denn im Grunde sitzen wir mit unseren Werbekunden alle im gleichen, durchaus wackeligen Boot. Denn ich zeige Ihnen ein Chart, was wir im Grunde immer als das IGIT-Chart bezeichnen. Es zeigt nämlich, wie die Werbeerinnerung zweier starker Marken von 2006 bis 2014 deutlich nach unten gegangen ist. Ich kann die beiden Marken zeigen, weil es ist nicht nur Nivea und Dove, die hier irgendwas verkehrt gemacht haben, sondern sie könnten das auch Telekom und Vodafone, sie könnten BMW oder Mercedes, sie könnten die alle daneben stellen und überall geht die Werbeerinnerung, also dass sich Menschen an die Kommunikation erinnern können, das nimmt deutlich ab. Und deswegen sprechen wir, und das ist mein Business, eben nicht mehr rein von Media, sondern Media, weil alles durchaus komplizierter wird, heißt nicht einfach mehr Media, sondern wir unterteilen in Board Media, also all das, was
der Kunde sozusagen bezahlen kann. Wir sprechen von Owned Media, das, was die Marke selber, also die werbende Marke an Inhalten selber produzieren kann. Und wir sprechen über Earned Media, also das, was die Marke an Social Traffic, an Digital Footprints hinterlassen kann. Und ich nehme Sie einmal mit, wir gehen einmal durch und ich zeige Ihnen, was wir als Gruner und Jahr in diesen Einzelbereichen machen und warum das eben alles mehr Lösungen und weniger klassische Anzeigen sind. Wobei, seien Sie sich sicher, dass ich auch sehr gerne klassische Anzeigen verkaufe. So ist es nicht. Wir gucken mal als Erstes in Board Media. Das ist das, was das Einzige, sagen wir mal, das, was es schon immer so gab. Also da, wo Werbekunden für Geld und Kohle ausgeben können. Das, was sich verändert und was sich in den letzten 10 Jahren nochmal deutlich verändert hat, dass es niemals zuvor so viele Werbeflächen gab. Das heißt, wir haben ein schier unendliches Feld an Werbemöglichkeiten. Und das führt natürlich dazu, dass jeder, der Werbung heute anbietet, einen größeren Wettbewerb hat, als das vor 20 Jahren war. Und deswegen gibt es eben mehr und mehr, also nicht nur deswegen, aber deswegen eben auch, sprechen wir häufig und sehr viel stärker über programmatischen, da sind noch die Werbeflächen, aber wir sprechen tatsächlich heute deswegen eben auch mehr über Programmatic Buying. Ich weiß nicht genau, ob Sie wissen, was das ist. Es geht darum, automatisiert Einkauf und Abwicklung von Werbekampagnen zu machen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein bisschen genauer, wie es funktioniert. Das steigt deutlich an, also von 8% auf 15% bei uns. Und es gibt durchaus Vermarkter, da ist das noch ein größeres Thema. Was ist denn jetzt genau Programmatic Buying und was verändert sich für uns, aber auch für jeden Kunden daraus? Also klassischer Media-Einkauf, also durchaus auch schon digital getrieben ist. Also man sieht hier den Ad-Server, man sieht einen Kunden, der bei uns, das wäre möglicherweise vor, naja, 5 oder vor 10 Jahren gewesen, also ein Kunde ruft an und sagt, er möchte 2 Wochen auf Stern digital buchen. Wir sprechen über Konditionen, wie lange die Kampagne sein soll, über Laufzeiten und Volumina. Das ist sozusagen der klassische Weg. Der programmatische Weg funktioniert völlig anders. Es geht darum, dass der Kunde nicht mehr zu uns sagt, ich möchte auf Stern digital präsent sein, sondern der sagt zu uns, ich möchte nur die Menschen, die eine hohe Kaufbereitschaft zum Beispiel für meine Schokoladenmarke haben. Oder ich möchte nur die Menschen ansprechen, die derzeit Konkurrenzverwender sind, also von der wichtigsten Konkurrenzmarke. Und die möchte ich genau ansprechen. Es ist mir völlig egal, Gruner und Jahr, wo ihr den in eurem Portfolio findet, ich will die einfach nur ansprechen. Das Ganze funktioniert dann folgendermaßen, also der Kunde geht über eine Demand-Side-Plattform und sagt, das möchte er gerne haben. Also es funktioniert komplett automatisiert, es kommt bei uns an und wenn man es wirklich in Real-Time macht, dann gibt der Kunde für diese Werbefläche, wo wir sagen, ja, genau diese Person können wir identifizieren oder dann gibt er ein Gebot ab. Und wenn er das höchste Angebot abgibt, also wir kein höheres kriegen, dann kriegt das. Wenn nicht, dann kriegt es möglicherweise der Konkurrent. Das ist eine Möglichkeit, wie Programmatic Buying funktioniert. Es gibt viele Spielarten davon. Das, was noch ganz wichtig dabei ist, ist, dass der Kunde häufig selber Daten hat. Er hat Daten über seine Kunden. Nicht jeder Kunde hat die, aber es gibt viele Kunden, die Daten haben. Die können sie auf einer Data Management Plattform vorhalten, sodass wir die nicht sehen, also dass wir nicht selber wissen, dass wir nicht auf diese Daten zugreifen können und dass wir trotzdem diese Daten zum Ausliefern haben, um dann diese Menschen wiederzufinden. Hört sich kompliziert an, bedeutet einfach aber nur, dass dort sehr, sehr, sagen wir mal, anspruchsvolles Data Management gemacht wird. Und das ist tatsächlich heute die Zukunft für digital. Das wird morgen schon für TV wichtig werden und auch wenn das noch ein bisschen weiter weg ist, auch für Print, wenn wir irgendwann automatisierte oder programmatischen Einkauf und programmatische Abwicklung haben. Das hört sich kompliziert an, das sieht man jetzt auch deutlich in Ihren Gesichtern, das ist weit weg vom klassischen Anzeigenverkauf. Wir werden jetzt ein bisschen weicher. Und zwar gehen wir in den Bereich Owned Media. Owned Media ist das,
was Marken selber an Inhalten produzieren können oder eben, dass ihnen jemand behilflich ist, Geschichten, um Marken drumherum zu bauen. Hinter mir sehen Sie so ein paar Beispiele. Also das bekannteste ist sicherlich Red Bull, also dass dort jemand eben aus dem Weltraum runtergesprungen ist, um im Grunde das, was Red Bull natürlich im Claim hat, nämlich Flügel zu verleihen, also das darzustellen. Das ist wahrscheinlich für immer eines der sensationellsten oder stärksten Content-Marketing-Beispiele, die es gibt. L'Oréal beispielsweise fängt an, einen eigenen Content Cube zu bauen. Also die fangen an, selber Inhalteproduzenten zu werden, um eben für ihre Marken, also für Elvital oder eben auch für Plenitude oder was auch immer, eigene Geschichten zu erfinden. Und man sieht hier auch sowas wie Brigitte Live. Das ist ein Live-Event, was Brigitte zur Bundestagswahl gemacht hat. Brigitte Huber, die Chefredakteurin, hat Angela Merkel interviewt und dieses Interview hat quasi fast eine Reichweite von 100% bekommen, weil Brigitte Huber in diesem Interview, es wurde immer gewählt, wollen wir über Männer oder Frauen reden oder wollen wir über Rot oder Grün oder was auch immer sprechen, und völlig überraschend hat Angela Merkel, es war also ein Podium, saßen nur Frauen in diesem Event, und Angela Merkel sprach aber nicht darüber, dass sie über Frauen sprechen will, sondern sie wollte über Männer sprechen, und Brigitte Huber hatte fast überhaupt keine Fragen vorbereitet für die Männerlinie, sondern nur für die Frauenlinie. Das heißt, sie guckte auf ihren Zettel und dann hatte sie da drei, und diese Frage, die sie dann gestellt hat, die hätte man, wenn man länger darüber nachgedacht, wahrscheinlich nie gestellt. Sie hat mich gefragt, Frau Merkel, was mögen Sie denn an Männern? Frau Merkel hat kurz innegehalten und sich überlegt, ob sie diese Frage jetzt beantworten will. Und sie hat es getan und sie hat gesagt, die Augen. Und dieses Zitat ist tatsächlich also wirklich überall gelandet, wo die Brigitte sonst nie landet. Also tatsächlich in der Zeit und in der Süddeutschen und in der Frankfurter Allgemein und sonst überall auch natürlich. Und das ist Content Marketing at its best, weil das Brigitte in dem Fall eben auch nochmal anders auflädt. Wenn wir über Kommunikation sprechen, also wieder zurück zu meinem Job, machen wir nicht nur große Lösungen, sondern wir bieten inhaltliche Lösungen an, die näher an klassischen Kampagnen dran sind. Und wenn man inhaltliche Lösungen, also in klassischen Kampagnen, dann nennen wir das Native Advertising. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, was das ist. Das ist letztendlich Werbung, die von Ihrem Sprech, von Ihrer Sprache und auch wie sie aussieht, gar nicht mehr Werbung ist, sondern aussieht, als ob es ein redaktioneller Beitrag wäre. Und das ist natürlich im ersten Moment, deshalb steht es hier auch, ist das sozusagen der Retter der Kommunikationsbranche im Zeitalter der Adblocker oder ist das die Verbrüderung mit dem Teufel? Ist das der Ausverkauf der Redaktion? Das ist eine relevante Frage und die haben wir uns sehr, sehr intensiv gestellt. Tatsächlich ist das Thema vor 3 Jahren aus den USA zu uns rübergekommen und wir haben uns sehr, sehr genau überlegt, ob wir es machen und wie wir es machen. Wir haben da ein 20.000 großes Panel, mit denen wir Live-Testings machen können, aber in einem abgezirkelten Bereich. Und wir haben mit denen ganz viel experimentiert, wir haben denen unterschiedliche Lösungen gezeigt und haben uns angeguckt, was passiert. Es wird, wenn das guter Content ist, wird das gut geklickt. Das Einzige, was immer zu einer Art von kompletten Super-GAU geführt hat, wenn Sie es nicht kennzeichnen. Also wenn Sie die noch so gute inhaltliche Lösung für L'Oréal oder für die Sparkasse, für Vodafone oder auch immer, wenn Sie nicht drüber schreiben, dass das werblicher Content ist, dann ist Alarm. Und was passiert ist, dass die sich betrogen fühlen. Und zwar erstens mal von uns als Medienmarke, also auch egal, ob das jetzt wir das mit dem Stern oder der Brigitte, der Betrug wird immer gleich stark empfunden. Und, aber nicht nur wir werden sozusagen verhaftet, sondern auch der wirbt. Weil der wird sozusagen als der Okkupierer, als der sich irgendwas reindrängt, wo er gar nicht hingehört, wahrgenommen. Insofern war das klare Learning, Native Advertising geht, aber nur mit einer klaren Kennzeichnung. Hier ist es nochmal, 85% derer, die wir befragt haben über A- und B-Testing und sonstige Methoden, Kennzeichnung ist tatsächlich das Relevanteste, was man in so einem Bereich machen muss. Das Zweite ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig
outstanding von der Erkenntnis. Es ist aber wahnsinnig wichtig, dass wenn Sie solche nativen Lösungen machen wollen, dann müssen Sie eigentlich nach den gleichen Gesetzen funktionieren, wie Content-Erstellung insgesamt funktioniert. Nämlich, das muss gutes und richtiges Storytelling sein. Also wenn Sie begeisterte PR-Menschen einer Marke vor sich haben, die Ihnen dann PR-Texte in so eine Content-Lösung reinhauen, dann muss man oft sagen, das funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, wie Redaktion auszusehen und zu sagen, Angebot jetzt nur für 4,99. Klickt kein Mensch, interessiert keinen. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie denn Content-Marketing machen wollen, dann müssen Sie Geschichten erzählen, dann müssen die eben einem ganz klaren Verlauf folgen. Und das Ganze nennen wir, oder das ist zumindest unser digitaler Chefredakteur, nennt das Ganze Binge-Reading. Was heißt Binge-Reading? Binge-Reading kommt von Binge-Watching. Und Binge-Watching bedeutet nichts anderes als Koma-Glotzen. Also das ist genau das, was wir durchaus manchmal sonntags machen, wenn es regnet oder auch wenn die Sonne scheint, aber wenn, was auch immer. Also wenn wir das Gefühl haben, wir wollen heute von mir aus einfach Mad Men gucken oder Games of Thrones oder was auch immer. Und genau nach dieser Gesetzmäßigkeit, jemanden in seinen Bann zu ziehen, das müssen wir tatsächlich auch, und das muss vor allem auch digitaler Journalismus. Und wie funktioniert das? Also Sie versuchen, und zwar nicht, also der große Unterschied zwischen einem Artikel im Stern ist, der kann durchaus 4 Seiten lang sein, während auf Stern digital der gleiche Artikel so nie funktionieren würde. Bei Philipp Jessen im Büro ist die ganze Zeit ein riesiges Dashboard. Das heißt, Sie sehen sofort immer, welcher Artikel auf Stern digital gerade die meisten Zugriffsraten hat. Also wir können, und er vor allem, sieht sofort, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deshalb sind Meetings, die man mit Philipp Jessen hat, immer ein bisschen schwierig, weil man die ganze Zeit auf dieses Dashboard glotzt und plötzlich dann sieht, oh, jetzt muss er reagieren. Das ist schon eine Weile her, aber das war für mich sehr eindrücklich, als Christian Lindner seine Wutrede gehalten hat. Ich weiß nicht, ob sich alle noch daran erinnern, also er ist richtig ausgetickt. Und es ging letztendlich darum, dass da jemand die ganze Zeit dazwischen gequasselt hat und ihn versucht hat, also in seinem Unternehmertum im Grunde zu kritisieren dafür, dass er auch schon mal pleite gegangen ist. Und dafür ist er sozusagen richtig steil gegangen und das wurde aufgezeichnet und hat, also in kürzester Zeit, als das auf Stern digital veröffentlicht worden ist, ging das durch die Decke. Sicherlich nicht nur bei uns, aber das hat sofort funktioniert. Was tun Sie dann? Sie fangen sofort an, eine weitere Geschichte dazu zu produzieren, zu überlegen, okay, wer ist eigentlich der Typ, der da die ganze Zeit dazwischen gequasselt hat? Wer ist nochmal genau Christian Lindner und warum ist er eigentlich irgendwann schon mal pleite gegangen? Wann gab es die letzte Wutrede? Wann ist jemand das letzte Mal so richtig ausgetickt? Und dann haben Sie in kürzester Zeit, und das ist wirklich ein wahnsinniger Energie, die dann in so einer Redaktion plötzlich frei wird, werden in ganz kürzester Zeit 6 bis 7 Artikel produziert, die dann eben eine wahnsinnige Traffic-Steigerung hinter sich herführen. Und genau das, also dieses Binge-Reading, das müssen Sie eben auch machen, wenn Sie Content-Marketing machen. Ganz klar, wenn Sie das tun, ist eben auch, dass Sie eben die Marke, also dass Sie das nicht als Primär-Markenwerbung machen. Wenn Sie das machen wollen, dann schalten Sie doch am besten, oder dann muss jeder Kunde eher klassische Werbung schalten, dann ist man da tatsächlich besser aufgehoben. Wenn Sie Geschichten erzählen wollen, dann müssen Sie Geschichten erzählen. Und genau, die Marke darf dabei nicht zu sehr in den Vordergrund gehen. Das Ganze wirkt und das wirkt tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, einer inhaltlichen Lösung, die wir realisiert haben, durchaus tatsächlich für ein sehr schönes Produkt, oder es ist gar kein Produkt, sondern es ist in dem Fall Singapur. Und Sie sehen da 3 Linien, also tatsächlich sind Touristik, also oder Reisedestinationen häufig und gut und gern werbende Kunden bei uns. Und das ist eine inhaltliche Lösung und wir gehen sie jetzt nicht komplett durch, aber Sie sehen da eben drei, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, nee, wir gehen nochmal zurück,
einen Augenblick, Entschuldigung. Das können Sie nicht sehen, weil es fehlt nämlich die Legende. Also deshalb sage ich Ihnen, was Sie da sehen. Der Blaue sind tatsächlich Menschen, die einen nativen Kontakt hatten, also die eine inhaltliche Lösung hatten. Während der Graue Ihnen zeigt, wenn Menschen überhaupt gar keinen Kontakt mit dieser Werbung hatten. Und der Grüne zeigt Ihnen, was passiert, wenn Sie ganz klassisch Display, also ganz klassische Werbemittel haben. Und daran sehen Sie das Image, und es geht ja hier um das Image von Singapur, also ist eine Metropole, der Superlative ist multikulturell, ist eine Reise wert, würde ich gerne einmal kennenlernen, dass Sie Image tatsächlich mit diesen inhaltlichen Lösungen sehr, sehr viel besser steigern könnte. Macht ja auch total viel Sinn, denn Sie gehen tief in die Inhalte rein, danach haben Sie verstanden, was für eine Stadt Singapur ist. Und wir testen ständig solche nativen Kampagnen durch. Das ist jetzt mal ein Durchschnittswert über tatsächlich 10 unterschiedliche Kampagnen. Also kein Kontakt, ein Kontakt zum Displayflight kann tatsächlich Kaufbereitschaft, dass ich mir vorstellen kann, das Produkt zu kaufen, das kann schon gesteigert werden, aber auch der native Kontakt steigert hier deutlich mehr. Wenn wir schon dabei sind, einmal über Content-Lösungen zu sprechen, dann gibt es etwas, was ganz häufig von Marketeers falsch eingeschätzt wird. Das hören Sie immer wieder, wenn Sie, und da sind wir häufig auch auf Podium sind, wenn es um Content-Marketing geht, dann geht es immer darum, Emotionen zu schaffen. Emotion ist was ganz Tolles, aber Emotion ist tatsächlich so ein bisschen was ich sage, der Zucker der Werbewirkung. Das kann ein toller Geschmacksverstärker sein, das kann aber auch ganz fieses Karies produzieren. Und was meine ich damit? Das zeige ich Ihnen einmal. Wenn Sie nämlich nur Emotionen, Sie denken echt, ich habe einen Knall, ne? Also so ich erkläre Ihnen einmal, dass ich vielleicht, also das können Sie nachher für sich entscheiden, ob ich einen Knall habe oder nicht, aber ich erkläre Ihnen, was ich damit meine. Wenn Sie nur emotionalisieren, dann bleibt zum Schluss nur die Emotion übrig und nicht das, was Sie ja, also Sie jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwann wollen und das, was auch jeder Marketeer will, der will ja, dass seine Marke durchkommt. Und ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wo man das ganz schön erkennen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich an das erinnern können. Das ist Jean-Claude Van Damme, der am Anfang, das ist ein viraler, also vor allem viraler Spot, den gab es auch klassisch, aber der steht am Anfang so da wie ich und man sieht in diesem Film nur, dass da irgendwas, also dass er sozusagen rückwärts fährt und dass er auf was steht, was sozusagen nach hinten fährt. Und dann wird irgendwann runtergeblendet und sieht man, dass er eben sozusagen da an zwei Trucks steht und dann gehen diese Trucks auseinander. Das mache ich normalerweise nach, aber das lasse ich jetzt. Und dann läuft er da eine ganze Weile und da denkt man, ja, das ist schon beeindruckend. Das, was tatsächlich in der Befragung danach passiert, wenn man irgendwie fragt, kannst du dich an diesen Jean-Claude Van Damme-Spot erinnern, dann sagen ganz viele Menschen, ja, der war toll, an den kann ich mich erinnern. Wenn Sie aber fragen, ob sich jemand an Volvo erinnern kann, nein. Und was passiert da? Das ist nämlich sozusagen, Jean-Claude Van Damme ist in dem Fall die Emotion, und Volvo ist die Marke und Jean-Claude Van Damme frisst die Marke. Das nennt man Vampire-Effekt. Deshalb ist es auch ganz häufig gar nicht so gut, wenn man TV-Werbung schaltet. Aber das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich ja auch als Mensch aus einem eher printlastigen Medienhaus sagen muss. Aber tatsächlich ist es so, dass man bei Kampagnen wahnsinnig darauf aufpassen muss und es ganz viele Marketeers unterschätzen. Das Letzte, was man bei Content-Lösungen wirklich beachten muss, ist, und auch das wird häufig unterschätzt, ist, dass Sie sitzen dann mit Kunden da und wir denken über Ideen nach und das macht uns ja selber auch wahnsinnig viel Spaß, weil wir ein Inhaltehaus sind und deshalb auch sehr, sehr gerne über Inhalte nachdenken. Aber die schönste Idee ist natürlich ohne Bühne überhaupt nichts wert. Und das ist tatsächlich überhaupt nichts, was selten vorkommt. Es wird wahnsinnig viel investiert in inhaltliche Lösungen, in Geschichten, die gebaut werden. Und dann machen Sie keine saubere Distribution dessen. Also Content Marketing ist eben nicht nur Erstellung von Inhalt, sondern auch, dass es nach draußen geblasen wird. Und zwar mit allem Wumms, weil ansonsten können Sie sich die ganze Arbeit sparen, die es kostet, Inhalte zu produzieren. Das wird jetzt nochmal durchaus technisch, aber so sieht ein sauberes Content-Management aus. Jetzt mal an einem Beispiel von Brigitte. Sie sehen da durchaus,
da, wo es eingekringelt ist, ist in dem Fall eine Esprit-Kooperation, wo es logischerweise um Mode geht. Das kann man jetzt beim Eingekringelt nicht so sehen. Da steht durchaus Anzeige. Also nicht, dass wir nicht halten, was wir sagen. Dann kommt durchaus so eine Kooperation in irgendwie eine Navigation rein. Und was wir tun, ist, dass wir über unser gesamtes Netzwerk, also den dritten Bereich, diese sehr nativ gestalteten Anzeigen ausliefern. Also das sieht alles nicht sehr stark nach Werbung aus, funktioniert eben aber deswegen von den Klickraten auch gut und es steht Anzeige drauf. Und der vierte Punkt, der ist mir besonders wichtig, weil das zeigt nochmal, dass wir tatsächlich weit weg davon sind, noch ein Printhaus zu sein. Das, was das dritte ist, ist, das nennen wir sozusagen Performance- oder kontextsensitiven Traffic. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen geschwollen an, aber was bedeutet das eigentlich? Sie sehen in dem Fall, das sind Empfehlungen. Das sind alles Empfehlungen zum Thema Mode. Wenn eine Leserin in unserem Universum, was immerhin irgendwie eine Reichweite von 50% der Gesamtbevölkerung hat, wenn die irgendwo einen Artikel zur Mode liest, dann kriegt sie danach weitere Empfehlungen über diese Technologie. Das ist also kontextsensitiv und passt sich eben an. Wenn jemand über Mode liest, kriegt er danach Modeempfehlungen. Wenn er irgendwas zu Bolognese-Rezepten gelesen hat, dann kriegt er möglicherweise viele andere italienische Rezepte. Und das ist kontextsensitiv, weil der ist sowieso gerade in der Stimmung oder sie ist gerade in der Stimmung, sich über Mode zu informieren. Und dann können sie da sein und eben tatsächlich in dem Fall sogar auch eine werbliche Lösung ausspielen, die dann auch prima und sehr, sehr gut geklickt wird. Das ist weit entfernt von dem, was wir noch vor 10 Jahren gemacht haben. Und das ist tatsächlich eine technische Lösung, die nicht nur für Wort, sondern auch für Bild, für Bewegtbild funktioniert. Also wo aus Videos kontextsensitiv ausgeliefert werden kann. Der letzte Punkt, und damit bin ich dann auch schon am Ende, ist quasi der Earned-Bereich. Also alles das, was die Marke sich selber dazu verdienen kann an etwas, was Menschen über die Marke sprechen. Und wir sind nicht Facebook, also insofern können wir jetzt nicht über das anbieten, was Facebook hat, aber wir haben sehr, sehr stark in den letzten Jahren geguckt, so wo könnte es für uns, für Gruner und Jahr, eine offene Tür geben. Und wenn man sich einmal anguckt, und das sieht man auf dem nächsten Chart sehr deutlich, mehr denn je ist es wichtig, dass über eine Marke gesprochen wird. Und 84% sagen tatsächlich, dass ihnen die persönliche Empfehlung von einem Freund oder von der Familie besonders wichtig ist, wenn es um eine Produktentscheidung geht. Und wenn man das ernst nimmt, und das haben wir genommen, und deswegen haben wir tatsächlich eine Akquisition vorgenommen, das ist TRND. TRND ist Europas größter Anbieter für Word-of-Mouth-Kampagnen. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen einmal. Das funktioniert nämlich folgendermaßen, also Word-of-Mouth-Aktionsphase, davor gibt es eine Aufrufphase. Die Aufrufphase ist immer mit unseren Medien gekoppelt, das heißt, Nehmen wir ein Produkt, L'Oreal Perfect Match, läuft tatsächlich gerade in unseren Medien und zwar sowohl in Anzeigen über Gala als auch Brigitte Digital. Gibt es eine Aufrufphase? Werden Sie L'Oreal Perfect Match Tester? Haben Sie Lust, dieses Produkt auszuprobieren? Dann bewerben sich da tatsächlich in der Regel 30.000 bis 40.000 Menschen. In dem Fall werden 5.000 Menschen ausgewählt, die dann das Produkt auch wirklich zugeschickt bekommen und dazu ein riesiges Paket von Proben, damit sie eben nicht nur das Produkt, Perfect Match ist übrigens Make-up, also da findet man tatsächlich den perfekten Make-up-Typ, und sie kriegen noch so eine Karte dazu, in der sie irgendwie dann noch testen können, welcher Hauttyp sie wirklich sind. Sie sehen, ich habe mich sehr ins Make-up-Thema reingearbeitet. Sonst versteht man tatsächlich nicht, wie man irgendwie auch so eine Word-of-Mouth-Kampagne bauen kann, aber tatsächlich kriegen die also jetzt diese ganzen Produkte, die kriegen noch weitere Proben, damit die ihre ganzen Freundinnen und auch ihre Mütter und Väter von Perfect Match überzeugen können. Dann findet, also da sieht man irgendwie dieses ausgepackte Paket, das haben die dann gemacht, dann fängt die Kommunikation darüber raus. In einer Community, die werden geführt, die werden gefragt, wie sie diese Produkte finden. Wenn irgendwas nicht funktioniert, also wenn jemand sagen würde, das funktioniert bei mir nicht, dann wird möglicherweise ein neues Produkt geschickt. Also die werden sehr, sehr intensiv betreut, damit sie perfekte Markenbotschafter werden können. Und dann fangen die tatsächlich an, all diese Proben auch wirklich unter die Freunde und die Familie zu bringen und auch digitale
Spuren zu hinterlassen. Ganz zum Schluss werden Sie dann einmal gefragt, wie Sie es fanden, und wenn das ein gutes Ergebnis ist, was es in der Regel ist, wird das dann im letzten Punkt, nämlich in der Ergebnisphase, wieder über Medien ausgestreut. Also dann kommt es wieder in die Gala, dann kommt es in die Brigitte oder es kommt in Couch oder Schöner Wohnen, und dann sieht man eben, so und so viel Schöner Wohnern oder Brigitte-Leserinnen finden das Produkt sehr gut. Es ist tatsächlich auch, es ist nichts dran fingiert, das sind dann auch tatsächlich reale Ergebnisse. Was Sie da sehen, ist, dass Sie sozusagen einen klassischen Druck über die klassischen Marken bekommen, und Sie bekommen eben nochmal wahnsinnig viele persönliche Gespräche, die nochmal Druck geben, nämlich auf Abverkauf. Das eben zum Thema Earned Media. Damit habe ich Sie einmal durch das durchgejagt, was wir jeden Tag machen, also lange nicht mehr nur Anzeigen verkaufen. Und dadurch, dass wir nicht nur einfach Anzeigen verkaufen, brauchen wir auch andere Skills. Also wir brauchen Menschen, die in Inhalten denken können. Wir brauchen ganz klar Menschen, die in Lösungen denken können. Häufig kriegen wir nur noch ein strategisches Briefing, wo uns keiner mehr sagt, das muss eine klassische Kampagne werden. Sondern da müssen wir sehr genau überlegen, wie wir einzelne Bausteine tatsächlich verbinden. Und es braucht mehr denn je natürlich technologisches Know-how. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben mindestens zwei davon, dieser Skills, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir danach in den Dialog gehen würden. Ja, es ist Digitalisierung. Ja, die Medienhäuser sind eine der ersten, die das ganz stark abkriegen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es auch eine ganze Menge Spaß macht. Und ich möchte zumindest nirgendwo anders sein als bei Gruner & Jahr. Vielen Dank. Ja. Super. Vielen Dank, Herr Vogel. Wir sehen uns nachher zur Podiumsdiskussion nochmal wieder.